Der Bodenkurs im Grünen ist eine gemeinsame Veranstaltung mit Friedrich Wenz. Es ist eine einjährige Ausbildung in der regenerativen Landwirtschaft. Das geht nur praktisch, dazu brauchen wir Praxispartner. Und für die Schweiz haben wir uns die beiden Praxispartner Heinz Brauchli und Markus Weber ausgesucht, weil wir immer möglichst unterschiedliche Betriebe wählen wollen. Und in diesem Falle war es ein konventioneller und ein Biobetrieb. Nur leider sind es inzwischen beides Biobetriebe, wir können nichts dafür. Bei Markus Weber und Heinz Brauchli haben wir die unterschiedlichsten Anbausituationen und die unterschiedlichsten Bewirtschaftungsmethoden auf den Feldern. Und das ist ein perfektes Beispiel, um in der Praxis zu zeigen, wie man regenerative Landwirtschaft beginnt und wie man das umsetzt. Also einen Nachteil hat der Bodenkurs schon, man muss viel mehr Paloxen umstapeln. Wir haben dieses Jahr etwa 550 Paloxen gefüllt mit Karotten, Sellerie, Kartoffeln und so in normalen Jahren waren mit 300 etwa fertig. Da musst du ja noch Leute einstellen. Nein, die Ernte geht viel besser. Also bei den Kartoffeln sind wir bis zu 2 Kilometer schnell gefahren, trotz vielen Steinen, die werden gut raussortiert. Und Kluten, Erdschollen hat es keine auf der Maschine. Andere Betriebe wollen größer werden, damit sie mehr ernten können und du bist gleich groß geblieben. Und kann doch trotzdem mehr. Ja, regenerative Landwirtschaft. Mein Name ist Heinz Brauchli, ich wohne hier in Diessenhofen und ich bewirtschafte einen Ackerbaubetrieb. Wir haben noch ein bisschen etwas Bio-Weidebeef, etwas Gemüsebau und Direktvermarktung. Und wir haben vor 4 Jahren den Bodenkurs gemacht, miteinander. Und seitdem wenden wir das an, was wir dort gelernt haben. Die Ergebnisse dieses Jahres waren jetzt sehr gut gewesen. Wir haben sehr schöne Erträge gehabt bei den Herdöpfeln, Rüebli, Sellerie. Und auch im Schnittlauch war es gut gewesen. Ich baue eben auch noch ein bisschen speziellere Sachen an, die nicht alle anderen auch können. Also probieren ein bisschen Markt. Nischen suchen. Und, ich möchte euch alle herzlich einladen, den Bodenkurs besuchen. Es wird euch sicher einiges bringen. Also, persönlich und auch nachher bei den Erträgen werden steigen und die Bodenfruchtbarkeit wird steigen. Ja, das wäre super. Mein Name ist Markus Weber. Wir stehen hier in Diessenhofen auf unserem Betrieb, auf dem Birkenhof. Wir bewirtschaften ca. 26 Hektare, seit 2 Jahren auf biologisch haben wir umgestellt. 2015 sind wir, der Heinz Brauchli und ich, gemeinsam am Bodenkurs gewesen, hier in Sieblingen. Und wir haben da sehr viel Neues entdeckt, neue Ansätze für die Bodenbewirtschaftung. Und seither sind wir das am Umsetzen auf unserem Betrieb. Und das hat uns eigentlich sehr weitergeholfen, weiter in den Boden hineinzuschauen und uns näher mit dem Thema zu befassen. Für mich eigentlich wichtig, ich habe Kulturen, die ich vorher auf konventionell Anbau habe, auf biologisch können, mit einer gewissen Sicherheit umstellen. Weil ich das Know-how vom Bodenkurs hatte und die Erträge sind mir nicht weit abgesunken durch die biologische Wirtschaftung, sondern ich konnte die Bodenfruchtbarkeit so weit verbessern, dass ich gute Erträge habe im Biolandbau und somit für mich das wirtschaftlich rechnet. Ja, das Schöne an dem Bodenkurs oder an der regenerativen Landwirtschaft finde ich, es hat immer mehrere Nutzen. Also mit diesen Untersaaten fördern wir ja starkes Bodenleben. Und gerade in dem Jahr, wo es sehr trocken war, nach der Getreideernte, ist noch eine Untersaat da gestanden, wo gleich noch etwas gewachsen ist. Und ich habe kein Futter mehr auf meinen Weiden für die Rosse und konnte die Untersaat noch beweiden mit der Rosse. Und das hat mir einfach gezeigt, dass eben das Ganze immer zwei verschiedene Nutzen hat oder mehrere verschiedene Nutzen hat.
und eine sehr durchdachte Sache ist. Ja.